So, ich bin jetzt gerade im Garten angekommen und habe leider gesehen, dass hier eine Tomate abgebrochen ist. Jetzt habe ich die natürlich hier oben schon ausgegeizt gehabt. Das ist blöd. Ja, jetzt habe ich Glück, dass da unten noch ein Geiztrieb wächst. Den lasse ich jetzt natürlich stehen und dann wird der hoffentlich als Haupttrieb weiter wachsen. Und dann geht es schon weiter mit den Tomaten, mit Problemchen bei den Tomaten. Hier, die Blätter sind von innen raus so gelb, zum Teil schon so ein bisschen nekrotisch abgestorben. Die Pflanze daneben auch. Und das sind keine Schädlinge in dem Sinn. Das ist, so wie das hier aussieht, ganz eindeutig ein Magnesiummangel. Und da müssen wir jetzt ein bisschen was unternehmen. Ich werde das jetzt allererst mal mit einer Blattdüngung machen. Wie das geht, zeige ich. Dann nehme ich mir die Sprühflasche hier, das sind ungefähr 1,5 Liter. Und die lasse ich mit Wasser volllaufen. Also 0,5 Gramm. Ja, das war vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Das Ganze gut aufrühren oder durchschütteln. Gerührt oder nicht geschüttelt oder gerührt oder geschüttelt. Hier drauf. So, und dann ab damit ins Gewächshaus. Also ich besprühe jetzt die unteren betroffenen Pflanzenteile ein bisschen, aber auch die oberen. Die Pflanzen nehmen dann durch Gefäße in den Blättern die Nährstoffe in sich auf. Man kann auch mit einer Gießkanne den Boden gießen, also wie gesagt 10 Liter und etwa 5 Gramm rein. Dann wäre das wahrscheinlich die langfristigere Lösung. Ja, und jetzt hoffen wir, dass sich die Pflanzen ganz gut erholen davon. Bei diesen Tomaten, das sieht man deutlich, die hängen jetzt ganz schön die Blätter rein. Hier im Gewächshaustunnel, da ist Mordshitze herin. Das macht jetzt aber erst einmal nichts. Die Pflanzen werden dadurch auch angeregt, in den Boden tiefer zu wurzeln und sich da die Nährstoffe und das Wasser zu suchen. Das können die ja hier, also das hat ja Bodenkontakt nach außen. Ja. Dann schauen wir da mal zu den Gurken. Das schaut doch schon super aus. Da haben wir jetzt schon ein paar Mal geerntet. Und hier diese Snackgurken, die schauen super aus. Die Salatgurken, ja, die schauen auch nicht schlecht aus, aber dranhängen tut noch nichts. Ich wollte euch mal zeigen, den Unterschied, was das Mikroklima ausmacht. Diese Auberginen, die stehen hier quasi ungeschützt in einem Hochbeet. Und wir hatten ja kalte Nächte noch bis vor ein paar Tagen. Teilweise einstellig, 7, 5 Grad. Aktuell ist es natürlich besser, aber schaut mal diese Pflanze an. Das ist die gleiche Sorte und die ist am gleichen Tag ausgepflanzt. Und was dieser Schutz, dieser Kasten hier, der ist immer offen gewesen, aber das allein hat schon gereicht, dass die doch deutlich schöner gewachsen ist. Also im Gewächshaus, im Tunnel sind die Auberginen schon deutlich weiter. Die haben jetzt schon Blütenansätze und Fruchtansätze sogar. Die da unten, ja, die ist ein bisschen versteckt unter der Gurke. Die tut sich ein wenig hart. Aber auch die ist noch ein bisschen kleiner, aber die kommen dann schon. Jetzt, wenn es endlich mal ein paar Tage gut warm wird und aktuell ist es sehr warm, dann wachsen die super weiter. So, der Christian ist jetzt auch da. Ne? Wir haben jetzt gerade schon einen Gartenrundgang gemacht. Ich schätze, ihr werdet da einen Teil bei ihm auf dem Kanal sehen. Bei mir gibt es mal noch einen separaten dazu. Ja, und wie gefällt es dir? Schön, schön, muss ich sagen. Also, was ihr da alles für verschiedene Kulturen anbaut, ihr könnt euch selber versorgen. Ja, echt top.
Und Christian und ich, wir haben vorhin gerätselt, warum die nicht weiter wachsen. Er hat gemeint, eventuell gibt es hier zu viel Konkurrenz von da und von da. Ich habe es jetzt versucht, wollte es mal umsetzen. Und jetzt sehe ich den wahren Grund, und zwar Ameisen. Ups. Jede Menge rote Ameisen. Man sieht ja hier, die hier ihre Eier direkt an dem Wurzelballen dran haben. Und ich glaube, das ist der wahre Grund, warum die nicht weiter wachsen. Ich habe die jetzt mal von der Erde befreit und hoffentlich auch von den Ameisen. Ja, und setze die jetzt mal um. Vielleicht werden die noch was. So, jetzt habe ich die Oberschienen mal umgepflanzt. Aber selbst hier sieht man die. Nee. Aber hier sind auch schon wieder Ameisen unterwegs. Schauen wir mal, was da rauskommt jetzt. Der Christian ist jetzt wieder weg. Schön war's. Viele Grüße an Christians Garten in Franken. Hat uns sehr gefreut, dass du da warst. Ja, bei mir geht es jetzt weiter im Garten mit der Ernte der Zwiebeln. Die kommen jetzt raus. Übergeht, eine kleine mal überfliegt hier. Das sieht eigentlich echt super aus. Die Wintersteckzwiebeln, Marke Shakespeare, oder Sorte Shakespeare. Könnte vielleicht noch ein wenig drin lassen, aber es ist jetzt wieder Regen gemeldet und ich will nichts riskieren. Die kommen jetzt zum Trocknen raus. Schaut mal her, das ist doch super. Ein paar Zwerge haben wir auch, aber man muss ja nicht immer Riesenzwiebeln haben. Manchmal braucht man ja nur eine kleine. Probiere ich mir die Zwiebeln so an eine Schnur zu binden. So, da habe ich jetzt drei Bündel dran, nur schon ganz schön schwer. Ich versuche die jetzt wieder irgendwo an die Hütte zu hängen. Und so langsam füllt sich die Hüttenwand mit Zwiebeln und Knoblauch. Der ist schon gut angetrocknet jetzt innerhalb von einem Tag. Braucht noch ein bisschen. Einfach klasse. Zwei von den frisch geernteten Zwiebeln, die kommen heute gleich auf den Grill. Die schmeckt nämlich ganz hervorragend. Und die zwei Knoblauche auch. Die schmeckt auch super. Nachdem der Knoblauch jetzt raus ist, habe ich das Beet noch einmal mit frischem Kompost und Perlite ein bisschen aufbearbeitet. Und jetzt kommt der Rest des Knollensellerys rein. Ich denke, hier ist ein ganz guter Standort. Auf abends zu kommt hier ein kleines bisschen Schatten hin. Das passt. Die Kartoffeln werden so langsam fertig. Die sind übrigens aus dem heurigen Jahr, also haben wir gestern raus. Ja, es war heute ein ereignisreicher Tag im Garten. Wir schauen noch einmal kurz drüber. Christian war heute da, wir haben den Garten besichtigt, wir haben gefachsimpelt und uns gut unterhalten.
Wir lassen jetzt den Abend noch gemütlich ausklingen und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ciao, euer Hochlandgarten.